Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um die Frage, wie unterscheiden sich philosophische Lebensberatung und philosophische Bildung? Dazu begrüße ich Herrn Dr. Holger Thiel. Er ist praktischer Philosoph mit einer eigenen Praxis am Kudamm in Berlin. Herr Thiel, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Thiel, wie hat man sich das eigentlich konkret vorzustellen, philosophische Lebensberatung? Na, die philosophische Lebensberatung oder philosophische Praxis, wie es technisch heißt, richtet sich an Menschen in existenziellen Krisen und mit fundamentalen Fragen, wie zum Beispiel Alter, Krankheit, Tod, Liebe, Sinn des Lebens, Arbeit. Vielleicht so als in Abgrenzung zur Psychotherapie, in der es ja eher darum geht, klar eingrenzbare Störungen zu behandeln, wie Angststörungen, ist das in der philosophischen Lebensberatung so, dass die Klienten grundlegendere Themen haben. Und damit will ich nicht sagen, dass ich eine Konkurrenz zur Psychotherapie aufmachen will, sondern sehe das Ganze eher so als Ergänzung. Und dann vielleicht noch so eine kleine historische Herleitung, die. Die philosophische Beratung hat ja eigentlich eine lange Tradition, das hat man in der Antike schon gemacht, so siehe Sokrates zum Beispiel, bis dann das Christentum daherkam und der Philosophie diesen lebenspraktischen Bezug, sagen wir mal, geklaut hat. Und jetzt, seit den 80ern durch Dr. Achenbach, wird das wieder institutioneller und wurde diese Beratung wieder ins Leben gerufen. Ja, und das ist ja eine lebendige Bewegung, kann man sagen. Es gibt auch einen Art Aufbaustudiengang in der Uni Wien. Und mich interessiert diese Bewegung, philosophische Praxis, weil da eine Verwandtschaft existiert, so glaube ich, zum Bereich philosophische Bildung und auch zu meinem Ansatz Philosophie als transformative Praxis. Und daher jetzt folgende Frage. Wenn ich das vergleiche mit dem, was wir in der philosophischen Bildung Bildungsziel oder Lernziel nennen, was ist eigentlich das Ziel in Ihrer Beratungspraxis? Was sollen die Klienten, wenn man das so sagen darf, mehr können, wenn sie durch ihre Beratung irgendwie profitiert haben? Naja, mein Ansatz, der ist ein bisschen anders als der von Dr. Achenbach, ne? Das muss man so ein bisschen auseinanderhalten, aber der ist einerseits analytisch und andererseits synthetisch. Klingt ein bisschen technisch, aber analytisch heißt einfach, dass erstmal das Problem genauer geschärft wird und das Thema begrifflich klarer versucht wird herauszuarbeiten. Die synthetische Herangehensweise zeichnet sich dadurch aus, dass man das Thema philosophisch anreichert. Da wird der philosophische Theoriefundus, sage ich mal, herangezogen, wird vor allem gemeinsam philosophiert und das ganze Thema ja, sozusagen begrifflich angereichert, sodass man in der Lage ist, weiterzudenken, Assoziationen zu bilden, Gegensätzliches ins Spiel zu bringen. Daher würde ich so zusammenfassend den Erkenntnisfortschritt bezeichnen als zunächst Klarheit entwickeln. Und dann Autonomie und Selbstbestimmung dadurch, dass man in die Lage versetzt wird, eigenständig und selbstständig nachzudenken. Also, das leuchtet ein, würde ich sagen. Könnten Sie das irgendwie veranschaulichen, irgendwie vielleicht an einem Beispiel oder auch nur angedeuteten Beispiel ein bisschen erläutern? Ja, ne? So ein Thema ist oft Arbeit, ne? Dass Leute das Gefühl haben, sie liegen irgendwie in dieser Arbeitswelt schief. Entschuldigung. Und da in Bezug darauf würde philosophisches Anreichern bedeuten, dass man Arbeit zu anderen Zeiten betrachtet, aber auch in der modernen Gesellschaft, sich überlegt, was Arbeit mit Identität und Selbstverständnis zu tun hat, auch was das Gegenteil von Arbeit ist vielleicht, also Freizeit und Müßiggang. Und dadurch, hoffe ich zumindest, wird dann das Verständnis von Arbeit an sich ausgeweitet oder angereichert, sodass man dann auch selber mehr, ich sag mal so, Denkstoff hat, um sich in diesem Feld zu orientieren und sich selbst eine Meinung zu bilden und zu reflektieren. Ja. Sie hatten ja gesagt, das ist eine ähnliche Parallele zu Ihrem Ansatz. Wie würden Sie das denn, also diesen Erkenntniszustand bei Ihnen, nach Ihrem Ansatz
des transformativen Potenzials der Philosophie beschreiben? Ja, also mich erinnert vieles daran und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass die philosophische Bildung, also insbesondere schulische Bildung, auch andere Rahmenbedingungen hat. Also Punkt eins ist eigentlich, es ist nicht so individuell wie natürlich bei Ihnen. Und die Schülerinnen und Schüler kommen ja nicht mit eigenen Fragestellungen oder Problemen. Manchmal vielleicht schon, aber das generelle Ziel ist eigentlich zunächst mal, Probleme sichtbar zu machen, einen Sinn zu entwickeln oder die Augen zu öffnen für Probleme oder für Problematiken. Da wäre ein Beispiel jetzt auch politisch interessant, soll man aktive Sterbehilfe legalisieren? Ja, und da müssen Schüler oft überhaupt erst herangeführt werden, dass man da sehr vorsichtig vorgehen muss und dass das nicht alles so pauschal zu beantworten ist, sondern sehr differenziert. Das wäre so die eine Sache. Dazu gehört auch Urteile bilden, also ethisches Urteilen einstudieren, ja. Und dann kommt aber eben noch etwas anderes, und das habe ich ein bisschen im Blick mit meiner Betonung des transformativen Potenzials. Es ist ja eine alte Tradition, und Sie sprachen es ja auch schon an, aus der Antike, dass auch Sokrates immer wieder die Gesprächsteilnehmer fragt, was ist eigentlich wesentlich in ihrem Leben? Und ich denke, in unserer konsumistischen Welt, Lebenswelt, die Kinder, die Jugendlichen haben ja auch einen Sinn für die Probleme, die zum Beispiel Social Media machen. Da geht es immer auch in dem Ethik-Philosophie-Unterricht um die Frage, ist das eigentlich wesentlich, zum Beispiel die Imperative unserer Gesellschaft, Gier, Macht, Erfolg, Einfluss, bringen sie uns irgendwie voran, persönlich, transformieren sie uns vielleicht in die richtige Richtung oder eher nicht. Und insofern ist da immer, man könnte fast sagen, eine antike Ambition in der ethischen Bildung zu überlegen, was eigentlich in meinem Leben wesentlich ist, ja. Und da sieht man auch, und das ist auch nicht ganz unumstritten in der Ethikdidaktik, eine gewisse Drift, könnte man sagen, oder eine bestimmte Richtung. Und das wird manchmal kritisiert im Sinne von, dass man Schülerinnen und Schüler da beeinflussen will. Und da ist man sehr empfindlich. Und das, genau, ist für mich ist natürlich auch eine Frage. Ihre Klienten werden wahrscheinlich auch allergisch, wenn sie die sozusagen irgendwie versuchen zu beeinflussen oder so. Also insofern gibt es das auch, diese Richtung auf das Wesentliche. Ja, ist eigentlich ein sehr schönes Stichwort zu dem Beeinflussen. Ja, da müsste man noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ne? Weil dieses, also Lehre, womit Sie sich beschäftigen oder beraten in weitester Form bei mir, wenn man es eng sieht, kann man da ja auch irgendwie von Beeinflussung reden, ne? Also ist, ja genau, ist ein interessanter Punkt. Zum Thema wesentlich, ja, ich finde eigentlich bisher war das bei mir nach meiner Erfahrung immer, also diese Unterscheidung wesentlich, unwesentlich, eine ganz schöne Art und Weise, um den Klienten eine Möglichkeit zeigen, wie man sich so auf das, sagen wir mal, so gelingendes Leben oder ich mache es mal ein Beispiel von Arbeiten, klar, orientieren kann. Ne, da wird, habe ich öfters erlebt, dass Menschen in der Arbeit Erfüllung finden dadurch, dass sie erstmal den eigenen Leidenschaften folgen, aber auch genereller sich mit Inhaltlichen auseinandersetzen, vielleicht sogar mit Kunst oder Bildung oder mit anderen Menschen. Und was, das jetzt klingt so ein bisschen oberschlau, aber das, also generell so mit subjekttranszendenten Dingen, das heißt, wo Menschen zu größeren Sinnzusammenhang gestellt werden, wohingegen so Arbeit am Computer, Arbeiten, von denen man nicht weiß, wo sie enden, muss man vorsichtig sein, sehen andere Menschen anders, viele Menschen anders, aber so prinzipiell sind das so Arbeiten, die dann als weniger erfüllend oder wesentlich betrachtet werden. Und wenn man so dieses, ja, ich habe das Gefühl, wenn man dieses Vernünftige und Gute noch ins Spiel bringt, dass die individuelle Ebene, also was man als Erfüllung oder erfüllt oder wesentlich betrachtet, Zusammenhang mit dem, was auch allgemein
als vernünftig und gut betrachtet wird. Zum Beispiel moralisches Handeln. Ne, wird allgemein gesagt, ja, das ist schon eine gute Sache. Und das trifft sich mit dem Individuellen, weil auch Menschen ein erfülltes Arbeiten erleben, wenn sie auch da das Gefühl haben, zum Beispiel, sie können moralisch handeln. Ja, also ich sehe darin tatsächlich eine Gemeinsamkeit, dass wir eben tatsächlich beide aus der Tradition der Philosophie in diese Beratung oder in dieses Bilden gehen. Herr Thiel, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Was ist philosophische Lebensberatung und wie unterscheidet sie sich von philosophischer Bildung? Wir haben versucht, hier einige Aspekte zu beleuchten. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.